Samina mina, waka waka Samina mina, Sankaleva. It's time for Waka Yoshi. Schloss Dimitrisu. Könnte Rose hier sein? Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. 5. Januar, Rednick, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrisu. Dimitrisu ist wahrscheinlich die Große. Die sieht so adelig aus. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Duke war ja der Kaufmann. 380 Silber. Oder Lay, was auch immer. Schimmer. Drück mal kurz Inventar. Geh mal rechts. Stell mal alles her, was du kannst. Okay, nur Arznei kannst du machen. X. Achso, da haben wir nicht genug. Ach, da guck mal, da steht sogar. Wir haben 0 rostige Reste, aber wir haben einmal Schießpulver. Und da ganz rechts, siehst du das? Mhm. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir Dings kaufen. Die Rezeptur für Schrotmunition. Aber das kostet 3000 Lei. Wir müssten also was verkaufen dafür. Wir könnten einmal Arznei verkaufen. Ich glaube, wir bekommen 800. 800 oder war das 1000? 800. Dann lass mal die Schrotflinten. Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Okay, alles klar, Leute. Jo, weitermachen. Aber lass uns auf jeden Fall lernen, wie man Schrotflintenmunition macht. Das Haus erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil 1, Digga. Ich versuche mal mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, man kann da sowieso nichts machen. Ich glaube, da geht sowieso nichts. Nichts passiert, ja. Moin, Ilfan. Salam. Guck mal kurz, ob davor auch solche Kübel waren. So Vasen. Hab ich schon geguckt. Digga. Das ist Resident Evil 1 Haus. Das ist das Herrenhaus. Treppe in der Mitte. Tür links, rechts. Heftig, Mann. Das ist so fett angelehnt an Resident Evil 1. Geh erstmal hinter dir in die Tür rein. Heftig, Mann. Das schockt heftig, Mann. Geiles Feeling, Mann. Speicherort, Digga, Mann. Geiles Feeling, Mann. Speicher kurz, ich mach neue Folie auf. Geiles Feeling, Leute. Feier ich. Nee, weiter spielen. Schrotflinte verkaufen und Pistole aufbessern, ja. Ja, also abwarten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir noch weitere Waffen bekommen der gleichen Art, also noch weitere, aber ich denke mal schon. Und dann würde ich, keine Ahnung, ich würde grundsätzlich nicht das Erstbeste da verbessern. Ich würde halt immer einmal abwarten auf die nächste und dann das zweite verbessern. Resident Evil 1 mit dem kleinen Mädchen auch? Nee. Welches kleine Mädchen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Du meinst Eve von hier? Nein. Hat damit gar nichts zu tun. Er denkt direkt Late Game, wenn er 700 Gearscore hat. Ich glaube, vom Waffentyp hätte Pistole schon was. Ja, aber ich würde halt nicht die erste nehmen, Sonic. Ich würde die zweite hochballern. Die zweite dann direkt hochmachen. Aber ja, vielleicht kommt ja noch eine Deagle oder so. Ja, aber dann, Deagle ist ja eine ganz andere Munitionsart, ne? Da hast du dann Magnum-Munition. Aber ich denke mal, es gibt von jeder Waffenart mehrere. Von Magnums, von Schrots, von Pistols.
Ich würde erstmal gucken, ob man auch Munition findet für andere Waffen. Sniper haben wir schon gesehen, ne? Wir haben gesehen, er verkauft die Rezeptur für Sniper-Munition. Also auch interessant, aber Digga, wann benutzt man Sniper? Kann ich mir nicht vorstellen hier. Sonst immer mit Muni Struggle, Bock gar nicht. Ja, also ich denke mal, die Pistolen, also Pistolenmunition wird wahrscheinlich für jede Art von Pistole gelten. Schrot für jede Schrotmunition, für jede Schrot und so weiter, ne? Ich denke mal, das wird halt so wie in Resident Evil 4 sein. War genauso, 1 zu 1. Zwischenzeitlich war ich so aufgeregt, dass ich, dass bei mir, ich musste so auf Klo. So aufgeregt war ich. Komm jetzt ran. Ich überlege gerade, den Korb zu holen. Erstmal gleich, komm mal jetzt her. Hast du hier Akku? Auf deiner Seite. Musst du auch alles vorbereiten, ne? Dass du hier so Akkukabel und so hast. Schau mal dein Leben. Oder so wie Station. Guck mal hier. Da ist eine Öffnung, in die wohl etwas Rundes gehört. Ach, dann bleibt bestimmt die... Die Burg hier, da, ne? Ne, unter dir. Da. Ach da, ja, ja. Stimmt. Und dann bleibt wahrscheinlich die Brücke stehen und dann hier öffnet sich das. Totenkopf. North States Labyrinth. North, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Labyrinth. Dort schuf er 4. Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Das Schloss. Das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Northstains 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Na gut. Findet der... Suchst du nach Rose? Männliches Blut. Links, rechts, links. Merk dir, immer sowas merken, wenn du entführt wirst. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Maschallah, Digga, der hat ganz dann viel Flugzeug gegessen. Her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, Bruder? Was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Oh, die wird alle knallen. Sie sieht so blass aus, Mann, als wäre sie ein Vampir, Digga. Hm. Schon etwas abgestanden. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Hey.
Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Wie seid ihr, Digga? Hey, lass mich runter! Warum kann ich nicht von Frauen so abgeschleppt werden? Digga, Mann, was ist denn los mit dir? Wie kann er denn noch leben? Die sind doch völlig krank. Das ist halt ein bisschen unrealistisch. Ja, ein bisschen Colonia jetzt auf die Wunde. Colonia, alles gut wieder, Digga, Leute, alles gut. Digga, Bones, Mama sagt immer, Colonia wichtig. Schätze. Oh, das ist bestimmt viel wert, Dennis. Lady Demetrius' blutrotes Weinglas. Wertvoll. Nice. Du machst Fenster auf, ne? In der Küche, wenn du... Ja, das ganze Dorf. Wir müssen Schätze finden, Dennis, die viel wert sind. Wahrscheinlich hat jeder der Lords einen Schatz. Aufmach mit Dietrich. Ja, mach. Hat sich schon gelohnt, oder? Ich finde, wenn man bedenkt, wie viele es gibt, also dieser komischen Schlösser. Mädchen bei der Ernte. Na gut. Wichtiges. Oh, ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesem Ring eingebracht. Er ließe sich sehr leicht entfernen. Wahrscheinlich das runde Teil, was du da reinmachst in diese Burg. Ja. Mann, Digga, da wird bestimmt irgendwas Hässliches gleich kommen. Wo haben Sie Rose hingebracht? Erstes Rätsel, gucken wir uns gleich an. Es wirkt derbe wie das Herrenhaus von Teil 1, Mann. Mädchen bei der Ernte. Ist wieder in demselben Raum. Ach so, ah. Ah, so kommen wir wieder zurück. Okay, verstehe. Okay. Pause.
ich mache dann erstmal speichern und dann diese komische Burg da. Ich glaube, das kann ich machen. Ich dachte mal, Resident Evil wäre übel so Geisterhorror, ist aber eher so Monsterhorror. Ja, Geisterhorror ja nicht, also es ist eher so ein Zombie-Horror, ne? Aber ja, die Monster hier sind wieder komplett ganz komisch, ne? Die sind mir auch viel zu schnell und so. Die Zombies damals, die waren alle so langsam. Die hat man danach, da kommt man damals wirklich Kopfschuss, puh, dann haben sie sich so vernebelt, ne? Und dann hast du mal ein Messer hinterher geschlitzt. Dann wieder weg, er kommt zu dir, boom, Kopf, und dann wieder. In Resident Evil 4 konntest du sogar noch Kicks verteilen. Wenn er so vernebelt war, konntest du zu ihm hinlaufen, Kick geben. Oder Suplex, dieser Sodaplex, wo du ihn so nimmst und auch bam, auf den Boden und dann Kopf zerplatzt. Okay, let's go. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Stets zu Diensten. Weinglas 3500 verkaufen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht wenn du von allen Lords was hast, bekommst du so. Das ist ein Schatz, Diggi, das ist ein Schatz. Das ist einfach ein Schatz, mehr ist das nicht. Ja, dann weg damit. Gesehen und gekauft. Hast du gerade die Waffe verkauft? Nein. Ich wollte schon sagen. Man muss hier rechts, weißt du, einmal Anzahl erhöhen. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ach was? Ja, what are you buying, Digga? Das ist von Teil 4. Die von Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Also das Ding ist, ich würde jetzt hier... Flinte. Einmal das holen, auf jeden Fall. Ja. Weil das ist schon wichtig. Da hattest du ein Auge drauf, was? So, und wir verbessern die Waffen nicht erstmal. Nee, würde ich auch und nicht. Und weißt du, was noch ein Trick war damals? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Magazingröße, siehst du das da unten? Früher, in Resident Evil 4, konntest du so einen Trick machen. Du konntest dein Magazin komplett leer schießen. Und dann nicht nachladen. Und dann hast du dein Magazin um eins also vergrößert, ne? Ja. Und dann war das ganze Inventar, also das ganze Magazin voll. Um noch ein paar Schuss zu holen. Hals- und Beinbruch. Das kann hier nicht verwendet werden, okay. Na gut, ich speichere mal. Ja. Er sieht aus wie der fiese Fettsack. Stimmt, von Austin Powers. Das ist stimmt, man erbt und nicht. So, ich versuche mal kurz hochzugehen. Aber ich glaube, das ist ein Rätsel. Der Engel der Trauer schluchzt in dunkler Tiefe. Ah. Der Engel der Verzückung ergötzt sich an Kunstwerken, gut behütet hinter einer güldenen Tür. Das muss ich merken. Ergötzt sich an Kunstwerken, gut behütet hinter einer güldenen Tür. Was auch immer gülden bedeutet. Der Engel der Trauer schluchzt in dunkler Tiefe. Der Engel des Zorns sieht wütend von oben herab. Der Engel der Freude schaut zu, neben ihm Worte der Weisheit. Das kann ich nicht machen. Du zähl mal bei dem ersten. Vorne rechts. Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. Ah, wahrscheinlich, wenn ich diese vier mache, dann kann ich hier reingehen. Ja. Geh mal kurz zu den vorne rechts. Der da. Kannst du hier den vielleicht noch machen? Nee. Warte, ich muss Kohle holen.
Warte mal. Gülden ist golden. Ah, okay, auf welcher Sprache ist das? Woher kommt diese? Der Typ wird so oft abgestochen und verliert Gliedmassen, das ist nicht mehr normal. Ja, und trotzdem macht er weiter, Digga. Was ein Mann. Ich hab's dir gleich richtig aus, Digga. Sag, dass ich die Zahl vergessen habe. Gülden ist deutsch. Wieso sagt ihr türkisch, Jungs, Herr Guffel, Satchel? Verarscht mich nicht. Fand Resident Evil 7 war aber mehr Horror, aber vielleicht wird sie noch Boomer-Zombies. Also, bis jetzt finde ich, der Teil macht mehr Bock auf als Teil 7. Also Teil 8 finde ich besser als Teil 7. Ja, bis jetzt wirkte Teil 7 viel mehr horrormäßiger. Stimmt auf jeden Fall. Ist auch wahrscheinlich so. Aber in Teil 7 hast du halt wieder diese Elemente mit Waffen-Upgrades und Verkaufen, Kaufen und so. Ich finde das viel nicer, Mann. Finde ich persönlich nicer. Das Ding ist, ich finde auch das Geile, zu, also im Vergleich zu Teil 7, du hast hier wieder viel mehr Action. Ich mag dieses Pur-Horror nicht. Ja, pur Horror finde ich auch kacke, aber wenn es zu viel Action ist, wie zum Beispiel Resident Evil 6, ist auch kacke. Da war nur Action. Und pass, kein pass bitte auf, dass, nicht, dass das runterfällt, Dennis. Wenn, ist nicht so schlimm. Der Anfang war wild, bisschen unlogisch, aber nice gemacht, Hand angeknabbert und er läuft normal durch die Welt. Das ist jetzt Teil 8, ja, Village. Hast du auch Oldschool Resident Evil 1 bis 3 und Code Veronica X gezockt? Ich habe 1 und 2 gezockt, 3 habe ich nie gezockt. Code Veronica habe ich, glaube ich, angezockt. Da war ich noch relativ klein, Mann. So, what are you buying? Das hatte mal ein alter Freund von mir gesagt. Das fand ich, das, der Spruch war so nice, Mann. In Resident Evil 4 gab es auch immer hier so Schlangen drin in diesem Kübel. Und die konnten wieder Eier legen. Ja. Wir laden nicht nach. Oder? Wieso nicht? Die könnten wir dann verbessern vielleicht. Vielleicht, falls wir doch nichts finden. Ach, wahrscheinlich von der Lady. Blutcocktail, ja. Ihr Lippenstift? Guck mal, Digga, was für ein Mund die hat, Digga. I like that. Me too. So, Dennis, gehen wir hoch oder gehen wir, versuchen wir irgendwie durch die Türen reinzugehen? Hinterm Bild, da meinte doch irgendwas mit hinter Kunstwerken. Hinter so. Kunstwerken, ja, ja. Oh, 200 Lei. Nice. Lei. Bevor wir irgendwo reingehen und irgendwas triggern, erstmal alles looten, Digga. Guck mal kurz, was du brauchst jetzt für Dings hier. Schrottmunition. Ah, gute Frage, gute Sache, ja. Schießpulver, rostige Reste und sogar Chemikalien. Also sollten wir nicht übertreiben mit Chemikalien immer für Arznei.
Damit kann man Wassermelonenstücke in einem Bissen essen. Ja. Das Auge, Dennis. Siehst du? Mhm. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal unten entlang, bevor ich hier oben was mache. Wir hier? Weiß es gerade nicht. Ach so, ja, doch, das ist der Anfang. Ah, normal, da sind wir runtergelaufen. Okay. Dann versuche ich es mal geradeaus nochmal. Wird wahrscheinlich sowieso verschlossen sein. Ja. Dann müssen wir tatsächlich nach oben. McDouble, ja, safe, bestimmt. Also, ich denke mal 2 Stunden auf jeden Fall locker noch. Dann halt mal gucken, wie wir dann drauf sind. Was für eine besondere... Für eine besondere Blume? Für eine besondere mit Blumen verzierte Flasche. Ah. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrisiko reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrisu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguius Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Ja, köpft ihr auf jeden Fall in ein Monster rein, es gibt auf jeden Fall fit. Brauch mal weniger Olum. Ich sehe hier gar nichts mehr. Das verleitet diesen Flair. So, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, hier in diese Auge hier reinzugehen. Hä? Kannst du jetzt vielleicht irgendwie... Hast du den Ring noch behalten? Oder ist er jetzt weggeschmissen? Gute Frage. Gehen wir so auf Schätze oder so? Ne, weg. Aber ich will meinen Ring wieder haben. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Das wird auch heute nicht passieren. Vielleicht willst du tot oder lebendig verspeist werden. Ich fick dich. Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Das war's? Okay. Also ich muss sagen, bis jetzt gab es noch nicht viel. Am Anfang gab es ein bisschen. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war erst schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht, darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni, 2 Wochen später. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Das waren die 3 Töchter, diese Daniela und wie die auch hießen. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli, 2 Wochen später. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt,
Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Im Gang wird nicht gerannt. Man sieht noch eine Nacktszene von dir. Wäre geil. Ja, oder? Das wäre geil. So mit Mama Tonga und so. Aber wir haben echt gut Munition gesammelt. Guck mal, 131 Schuss. Mm. Das sieht echt nice aus, Mann, dieser Raum. Die ist 3 Meter groß, die will man nicht nackt sehen. Bruder. Ich will dich nicht nackt sehen. Aber sie schon. I like it. Ah. Dunkle Tiefe, Dennis. Wahrscheinlich ist das hier der erste von den 4. Oh, das fällt über. Mann, ich habe keinen Bock, Dennis. Das ist gruselig. Ja. Lass mich machen, bis ich sterbe. Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Super eklig. Die haben sie ausbluten lassen, Digga. Dackmann scheißen. Ist das scheiße, Digga? Super pervers, Digga. Help me, brother. I'm stuck. Step bro, I'm stuck. Guck mal, was Sonic schreibt. Endlich, es geht los. Oh nein, Digga. Ist das Scheiße im Teller? Nein, das ist vergammeltes Brot. So. Die muss doch diese Weinflasche sein, diese heftige. Digga, sind das alles blutgefüllte Gefäße oder was? Bestanden. Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camilla, Bianca, Melena, Astrid, Liudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. Nur Frauen. Die wollen nur Frauen. Deswegen war sie auch so überrascht, dass ich ein männliches Blut bin, also Männlein bin. Dennis, ich glaube, das wird ganz böse, Digga. Irina, gesunder Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Der Kopf weg.
Also ich glaube, du wirst jetzt gefickt. Guck mal nach oben. Dennis, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Digga. Come here, I'm here! Get to the chopper! Metallreste. Ah, nicht mehr rostige Reste, sondern Metallreste. Da, ganz rechts, siehst du? Jetzt haben wir eins. Mhm. Metallreste. Wo, das ist wahrscheinlich die Sniper dann oder so. Sniper oder so, ja. Oder die Mine. Oder auf Mine, ja, ja, genau. Also, der schreibt immer, dass das die Dinger sind, die da hängen. Mit dem Geräusch. Nein! Musik leiser! Nein! 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 Er sammelt Sachen, Digga. Ja, hier, komm. Gib mir Messer. Ja, komm. Du kleine Fotze! Ja, was soll denn das? Ich muss doch da durch. Wieso sollst du Kraut nicht rein? Ja, damit doch kein Kraut, Digga. Ich kann nochmal zurückgehen. Die sind wahrscheinlich weg jetzt. Glaubst du, die sind da nach unten? Da war Kraut, sammel doch schnell einfach ein, Digga. Lauf doch hin, sammel. Warte mal! Die kommen hier nicht hoch. Einmal hin, aufsammeln, zurück. Ja. Keiner kann ihn bremsen! Vor keine Treppen laufen. Glaubst du, Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ah, das sind die drei Töchter. Ich will Blut. Verpiss dich! Verpiss dich! Ich will meine Kiste! Verpiss dich, die Schlampe! Ich will in deinem Blut baden. Kollege! Meine Kiste. Meine Keime. Blut ist so viel süßer, wenn das... Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Ist scripted. Ist scripted. Ja, scripted. Ich wusste es. Deine Kugeln können mir nichts an. Das Fenster. Du dreckige Missgeburt. Bock, Digga. Du magst es uns herauszufordern? Warum bist du Munition?
Dafür wirst du büßen, du Bastard! Ich weiß nicht, sie mag dich nicht, Digga. Sagst du die Bastard sogar? Was soll ich denn machen, Mama Rodomund? Ich stopfe deine offene Kehle mit Würmern. Ich stopfe dein Maul, du Schlampe. Fenster. Einer schafft ich Fenster. Ich hab genug von dir. Da raus oder so. Mann, die ist doch verrückt, Mann. Du bist doch eine Schlampe. Geil. Ultra geil. Schluss jetzt. Was soll ich machen, Dennis? Was soll ich machen? Gib mir nochmal Shotgun in Kopf. Tot. Er läuft immer noch im Kreis. Du. Kann man so auf den Tisch klettern? Bist du gefickt? Hätte ich dich nur früher getötet. Was soll ich machen, Dennis? Vielleicht ist das ein bisschen Schwanz oder so, Digga. Ich glaube es nicht. Die Messer los. Ich muss sie töten. Nein, ich muss sie anschießen. Das kann nicht sein. Okay, Fenster schießen und dann... Das ganze Ding jetzt mitnehmen, denkt auch, das kostet, wiegt nur ein Kilo. Also das Geschütz... Ja, Digga, ich dachte, meine Schüsse können nichts gegen sie anhaben, aber erst wenn die Fenster offen sind, kann... Erst wenn sie hier in diesem Rauch steht, weißt du, in diesem komischen Nebelrauch, kann man sie scheinbar töten. Aber die hat schon ganz gut gestöhnt, ne, Bruder? Ja. Ja. Das würde ich auch sagen, das würde ich auch sagen. Die haben zwar zwei Arzneien verbraucht und viele Munition, aber ist egal. Und ich darf nicht ohne Arznei spielen. Ah, da, die Flasche. Sanguines Virgins. Virginies. Versuch mal, Eve einen High Five zu geben. Ah, wir brauchen Dietrich, Mann. Ah! Rückstoßkompensator für Lemi-Waffe, für die Pistole. Guck mal. Nee, du hast noch nicht gemacht. Da, Rückstoßkompensator, Spezialzubehör für erhöhte Feuerkraft. Bam, 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 bam. Kannst du irgendwie verbinden? Ist ja nur für Lemi. Aber wir können es auch verkaufen. Verbinden wir doch einfach. Lass mal, wir gehen doch gleich sowieso shoppen. Lass mal kurz gucken. Ich will nichts ungetestet lassen. Glaubst du, wenn ich dagegen schieße, geht das auf? Versuch. Sehr gut. Wenn uns nachher ein Schuss fehlt, ne, weißt du, warum wir ihn... Ja, werden. Genau, deswegen werden wir auch sterben. Oh, Dietrich. Aufmachen damit? Jetzt haben wir einen Schuss umsonst verballert. Wenn da Jerach drin ist, ne? So, Nina. Wenn da nichts drin ist, ne, dann wäre noch witziger. Nee. Engelsstatue aus Holz. Oh, Schatz. Ist safe ein Schatz. Baba, Digga, wertvoll. Eine liebevolle aus Holz geschnitzte Engelsstatue. Das, Digga, das macht Spaß. Das macht Spaß. Das ist so ein Loot-Shooter, Digga. Danke für die 100 Bits an Anonym. Ich würde echt gerne wissen, wer das ist, Mann. Aber Dankeschön. Ich würde sagen, Mine brauchen wir gar nicht, Dennis. Wieso nicht, Digga? Mine unnötig, Digi. Hä? Wie komme ich denn jetzt weiter? Ach, hier unten. Nee.
Ach, da ist eine Tür. Hier waren wir vorhin. Achso, das ist der Haupteingang gewesen. So, wir gehen einkaufen. Und diese Blumen-Dings machen wir gleich dann, so gesehen. Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Oh, Salam alaikum. Neue Waffe. Neue Waffe. Neue Waffe. Neue Waffe. Nein, da unten rechts. Das, was rot blinkt. Das haben wir ja schon. Achso. Hätte ich gedacht, dass er jetzt eine neue Waffe verkauft vielleicht. So, wir haben gut gelootet. Ich würde sagen, mal gucken. Sie ist als Investition, Ethan. Oh, achso, das ist ein Schatz. Für 5000. Dieser kristalliner Torso. Hm. Plus 3000 für die sind 8000. Und diese Lemi-Rohrbombe. Das haben wir auch gefunden. Marke Eigenbau gesorgt. Kurze Zeit nach Wurf oder direkt bei Einschlag für eine heftige Explosion. Also Granate. Guck mal, Rückstoß Lemi 5000. Upgrade, ja, benutzt, ne? Doch. Das würde ich benutzen. Ja, okay. Aber guck mal, was ich testen wollte, Dennis, guck mal. Mal Schrot sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Schrot hat 0 von 12. Mhm. Okay, wollen wir die Schrot einmal verbessern mit Magazin? Ja. Dann haben wir auch gleichzeitig getestet diesen Trick von damals. Aber gerne. Magazingröße auf 7. Mhm. Jetzt müsst ihr eigentlich 7 direkt haben, plus 12. Die 12 Munition. Mhm. Ja. Schönen Tag. Wacker 200 IQ in den Chat, Leute. Wacker 200 IQ in den Chat. Sehe ich Wacker 200 IQ in den Chat? Heftig, ne? Was für ein Trick. Geil, ne? 7 Munition umsonst bekommen. Du möchtest etwas kaufen? So, achso. Lemi. Fertig. Hast du auch nichts vergessen? Könntest du es auch wieder rausnehmen? Drück mal drauf. Nein. Nein, okay. Aber, wenn wir es verkaufen, was war die eben wert? 8000. 8000 irgendwas. Ja, jetzt 13.000. Die ist also um den Preis gestiegen. Okay, also wenn wir sie am Ende verkaufen, ist nicht schlecht. Aber Dennis, guck mal. Oh, wir sollten du vielleicht schon? Sollten wir nicht vielleicht Inventarplatz kaufen? Ja, aber wir haben kein Dings hier mehr. Kein Gold, kein Leih. Hier bewegen, X. Dennis, guck mal, wir haben noch so ein Nebeninventar. Was soll das sein? So Sachen, die man nicht braucht. Das ist ein Lager, kein... Ja, aber wo? Aber können wir das Lager... Aber das Inventar ein muss Glück, kaufen, dass oder? Du kommst. Ja, mir ja war gerade langweilig. Wir brauchen 10.000. Soll ich was verkaufen? Du hast du nicht noch diese... Nee, hast du die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Was soll ich denn verkaufen, Mann? Scheiß drauf, einfach weiter erstmal. Ja, lauf jetzt mal. Aber lass mal gucken, wie wird... Oder packt man ins Lager irgendwie 30 Schuss oder so. Oder ja. 60 Schuss. Ja, wir ja, brauchen ja keinen 60 Schuss noch. Guck, wir haben 61 Schuss gerade, wenn du dann 60 wegpackst. Also wenn du nochmal 30 wegpackst. Aber ist das Müll oder was ist das? Ich glaube, das ist einfach ein Lager. Oh, du gehst. Wahrscheinlich immer nur zum Sortieren dann. Ja, ja, damit du anders sortieren kannst. Ja, ja. Okay. Okay, aber sowas habe ich damals. Ich bin richtig schlau, was das angeht, Digga. Pass auf. Ich mache dir richtig geiles Inventar hier. Kann ich drehen? Da. Ein bisschen Platz geschaffen, jetzt soll ich mal sagen, oder? Schon? So, speichern, du bist dran. Willst du das mal essen? Jetzt nach der Kohle. Also dann spielst du jetzt erstmal weiter. Ich spiel jetzt. Wir haben jetzt die Flasche.
Jetzt musst du die Flasche quasi an den auf den Sockel packen. Wo war denn das? Hä? Weiß ich nicht mehr. Also wollen wir diesmal das hier machen, die alte hier? Oder ist das? Nee. Konnte ich hier nichts machen? Nein, wir haben noch nichts dafür gesammelt. Okay, wo waren das jetzt nochmal? Ich glaube, nee, ich, oder? Doch, hier war's, du hast recht. Nee, war doch nicht hier. Oder? Nee, hier wurde es ja zerstört. War das die einzige? Da ist ein Hebel, geh mal auf den Hebel, das war aber zum Hoch- und Runterziehen, links. Mach mal das Porzellan kaputt, genau. Da links ist ein Hebel. Molo? Ach so. Okay. Guck mal, hier könnte man sie poppen, Digga. Digga, sag doch mal leise, Mann. Wir sind auf Stream, Mann. Was ist denn FSK 18? Wir spielen auf PC mit PS4-Controller. Was hier oben? Kann sein. Ja, hier. Da gab es eine Tür, die ein Schloss gebraucht hat. Ich kann mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. War es nicht hier oben? Soll ich dich rumführen? Nein. Du musst jetzt die Tür finden, Dennis. Da links, links, die Tür. Da, das ist die, rechts, 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 die hinter dir, rechts. Lu, hast du die Tür eben nicht gesehen? Doch. Okay, gut. Ich habe mir gerade unsicher wissen. Okay, I play. Interesting. Durchspielen oder anzocken? Guck mal, was du dafür brauchtest. Ist das ein Schloss oder was ist das? Schlüssel? Du brauchst einen Schlüssel. Okay, Tamon. Merken wir uns. Da links, da rechts. Ja. Ich würde Dings. Okay, du kannst auch einfach X drücken, wenn du da bist. Ah, okay. Sonic, hör auf. Hör auf. Das ist mal ein Horrorspiel nach meinem Geschmack. Also das ist nicht ganz so Horror und ist ein bisschen mit Action und ein bisschen Looten und so. Das finde ich echt nice. Ja, Ulan. Am Sonntag kommt die erste Folge. Du hast X gedrückt, ne? Mhm. Okay, gut zu wissen. Dann kannst du selbst mit der Waffe in der Hand X drücken. Naja, brauchst du nicht wechseln, ganze ja, Zeit davon nötig. Das wusste ich nicht. Nice. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Halt's Maul. Karte? Achso, hier. Drück mal auf die Karte jetzt, links. So, Schloss. Ist das das Schloss? Mhm. Geh mal rein wieder. Also, zoom mal rein. Dann sehen wir mehr, ne?
Wir sind gerade da. Da ist diese Tür, da müssen wir darüber. Okay. Geh mal da rein. Warte. Ah, die Vasen, vielleicht mal kaputt machen. Guck mal ganz kurz in dein Inventar. Okay, wir haben noch viel Platz. Oha, oh, die, da badet sie, Digga. Da, Mann. Im Blut. Okay. Ein Rätsel. Okay, du kannst nur nach links und rechts. Das ist irgendein Rätsel. Lass mal überlegen, bevor du einfach so wie so ein Haidut alles versuchst, was möglich ist. Ich glaube, der eine muss den anderen immer angucken. Ich würde sagen, der Reiter muss die drei angucken. Die drei müssen die Frau angucken. Die Frau guckt die mit dem Wein an. Aber macht halt irgendwie keinen Sinn. Also. Vielleicht steht da was. Mal da? Ja, ja, stimmt, stimmt, da muss was stehen. Ja. Ist zum Pissen, ne? Sowas brauchst du zum Zocken, Digga. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Warte mal. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay, easy, Digga. Doch hier, Junge. Das ist der Herr. Ne, das ist der. Da links. Das ist der Arme. Das ist der Herr. Der guckt der Frau hinterher. Und die Armen gucken den an. Und die Frauen sind die Blinden oder so. Und sie hat ein Glas Wein in der Hand. Ah, einen, auf den sie schenkt, da Wein rein. Digga, was ist das für ein Rätsel, Lo? Digga. Ah, lass mich rein. Oh no. Chill. Mitte gucken ging nicht, nee. Ah. Aber der Zweck davon erschließt sich mir noch nicht jetzt hier. Was denn? Also wofür man das macht. Wir haben jetzt schon die zweite. Naja, wahrscheinlich wie bei Resident Evil 4, wo du doch diese blauen Dinger, Teller abschießen musstest. Ja, genau. Und okay. Du am Ende dann unendlich Munition kriegst oder so. Ja. Mhm. Ach, die blauen Teller waren Resident Evil 5. Hä? Die blauen Teller waren Resident Evil 5, oder nicht? Teil 4. Ah, in beiden Teilen gab es diese Teller. Oh nein, da kommen wieder diese hässlichen Dennis. Ich glaube, da müsstest du einfach laufen, Digga. Digga, das sieht schon echt heftig aus.